Hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Hier sind wieder die Berichte aus aller Welt, die Honigmann-Nachrichten vom 3. Januar 2014 mit der Nummer 252. Welt. Es ist 10.000 Mal stärker als Chemotherapie. Alles, was man braucht, ist eine gefrorene Zitrone. Wie? Legen Sie die gewaschene Zitrone ins Gefrierfach Ihres Kühlschranks. Sobald gefroren, nehmen Sie Ihre Küchenreibe, die ganze Zitrone zerschnitzeln, bestreuen damit Ihre Speisen. Was ist der größte Vorteil bei der Verwendung der ganzen Zitrone? Zitronenschalen enthalten 5 bis 10 Mal mehr Vitamine als der Zitronensaft selbst. Zitronenschalen sind gesundheitsfördernd durch die Zerstörung toxischer Elemente im Körper. Diese Pflanze ist ein bewährtes Mittel gegen Krebs der verschiedensten Arten. Sie wird auch als antimikrobielles Spektrum gegen bakterielle Infektionen und Pilze betrachtet, wirksam gegen interne Parasiten und Würmer, reguliert zu hohen Blutdruck, ist ein Antidepressivum, bekämpft auch Stress und nervöse Störungen, informierte marialordblog.com. Das ist wenigstens mal eine vernünftige Nachricht. Zürich. Eine globale Umfrage Ende 2013 durchgeführt von Gallup, eines weltweiten Verbundes von Meinungsforschungsunternehmen, ergab starke Ablehnung gegen die Rolle der VSA als Weltpolizist. Bürger in über 68 Nationen wurden gefragt, welches Land ist Ihrer Meinung nach die größte Bedrohung für den Frieden in der Welt von heute? Die VSA führten die Liste an. 24% der Menschen glauben, dass Amerika die größte Gefahr für den Frieden sei. Pakistan erhielt 8% der Stimmen, dicht gefolgt von China mit 6%. Afghanistan, Iran, Israel, Nordkorea kamen gemeinsam auf den 4. Platz mit 5% der Stimmen, berichtete schweizmagazin.ch. VSA, China, Russland. Es stellt natürlich überhaupt keine Bedrohung dar, wenn Amerika seine Waffen und Soldaten immer näher an Russland und China stationiert. Nein, denn Washington hat ja noch nie jemanden ein Haar gekrümmt, hat noch nie mit unverschämten Lügen einen Angriffskrieg geführt, ist ja so friedlich. Für die gehirngewaschenen Atlantiker, die immer die aggressive und kriegerische US-Politik verharmlosen, bedeuten solche Truppenverlegungen nichts Ernstes. Im von den VSA besetzten Japan sind 45.000 US-Soldaten stationiert. 18.000 davon sitzen in Okinawa, wo die Bevölkerung schon seit Jahrzehnten dagegen protestiert. Jedenfalls werden immer modernere und schlagkräftigere Waffen nach Japan gebracht und stationiert. Wie Flugzeuge zur U-Boot-Bekämpfung, Tarnkappenbomber, Drohnen. Für was diese militärische Aufrüstung? Doch nur um in unmittelbarer Nähe zu China eine bedrohliche Position zu errichten, war alles minus schallundrauch.blogspot.com völlig klar. Auf der anderen Seite der Welt, an der Ostsee, rücken die US-Truppen auch immer näher an die russische Grenze. Ab Januar fliegt die US Air Force über die drei baltischen Staaten Lettland, Estland und Litauen Patrouille. Gestern habe ich durch Zufall bei N24 eine Reportage gesehen, in der die USA von sich als Supermacht behauptet, sie hätten die größten und stärksten Waffen. Also man bringt es schon im Fernsehen, so ist es ja nicht. Pittsburgh. Ein schlimmer Unfall hat sich bei einer Beschneidungszeremonie in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania ereignet. Ein Rabbi hat versehentlich den Penis eines Babys abgetrennt. Das 8 Tage alte Kind wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht, wo der Penis in einer 8 Stunden langen Operation wieder angebracht werden konnte. Unklar ist allerdings, ob der Penis später voll funktionsfähig ist. Die Eltern haben den Rabbi jetzt verklagt, meldete shortnews.de. Sie hätten es gar nicht erst zulassen sollen. So eine Verstümmelung. Washington, Wolgograd. Die VSA haben Russland angeboten, an der Absicherung der Olympischen Winterspiele in Sotschi mitzuarbeiten. Voilà. Hintergrund sind die beiden Terroranschläge im russischen Wolgograd.
Eine Sprecherin des Weißen Hauses in Washington sagte, man würde die Gelegenheit begrüßen, um enger mit Moskau zu kooperieren, gerade mit Blick auf die Sicherheit von Sportlern, Zuschauern und anderen Beteiligten, übermittelte stasiw.wordpress.com. Naja. Russland. Die Ergebnisse der russischen Wirtschaft im Jahr 2013 sind ambivalent. Einerseits ist das Land in einer Phase anhaltender Stagnation getreten, andererseits hat es seine Position in Rankings der Geschäftsattraktivität verbessert, einige anspruchsvolle Projekte realisiert. Bitte weiterlesen bei russland-heute.de. China. Mit dem Aufbau eines nationalen Organspendesystems will China von der Praxis wegkommen, Organe hingerichteter Straftäter für Transplantationen zu nutzen. China ist entschlossen, die Nutzung von Organen Krimineller abzuschaffen, sagte der in Australien studierte Chirurg. Überhaupt werde sein Land mit weiterer Entwicklung langfristig die Todesstrafe abschaffen, ist er überzeugt, freute sich Stern.de. Peking. Der chinesische Vizeaußenminister Chen Min hat am Mittwoch betont, dass China die politischen Entwicklungen in Nordkorea sehr genau beobachtet, eine Besserung der Lage auf der koreanischen Halbinsel erwartet. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un lobte in seiner Neujahrsrede die jüngste politische Säuberung im Land. Nordkorea startet aus Sicht von Kim nach der Hinrichtung seines Onkels Yang Song-taek mit einem stärkeren inneren und politischen Zusammenhalt ins neue Jahr. Kim nannte Yang zwar nicht beim Namen, doch gilt es sicher, dass er seinen einstigen Mentor meinte, der im Dezember erst entlassen, dann wegen mutmaßlichen Hochverrats exekutiert wurde, teilte German.irib.ir mit. Pyongyang. Nordkoreas Alleinherrscher Kim Jong-un setzt auf Säuberungen und Morde. Es gibt Hinweise, dass Personen, die in engerem Kontakt zum mittlerweile hingerichteten Onkel standen, in Arbeitslager verbannt werden. Unsere Partei hat kraftvolle Maßnahmen ergriffen, um eine schmutzige Fraktion zu beseitigen, die in die Partei eingedrungen war, zitierte lebenshaus-alb.de. Kiew. Bei der Schewtschenkowski-Kreisverwaltung hat sich um ca. 15 Uhr eine Frau gemeldet, die aus dem Gebiet Tschernigow nach Kiew gekommen ist, um Euromaidan zu unterstützen. Man hat ihr angeboten, eine Exkursion durch Maidan durchzuführen, hat sie in eines der Zelte geführt, wo man sie dann vergewaltigte, hatte das Presseamt des ukrainischen Innenministeriums mitgeteilt. Die Kiewer Polizei hat seit dem Euromaidan viel zu tun. Täglich Anzeigen wegen Körperverletzung, Drohungen, Beleidigungen, Beschränkungen der freien Fortbewegung, Diebstähle von persönlichen Sachen. Die in der Nähe von Maidanplatz befindlichen Läden klagen ebenso über die drastisch zugenommenen Diebstähle, unterrichtete Russian Moscow Lady News.com. Nochmal Kiew. Kurz von de.ria.ru. Etwas weniger als die Hälfte der Ukrainer rechnet einer Umfrage zufolge mit negativen Folgen der Protestaktionen, die seit November in verschiedenen Städten der Ex-Sowjetrepublik durchgeführt werden. Lettland. Bei uns heißt es, die Letten feiern ihren Eintritt in die Eurozone. Die einzigen, die feiern, sind die Bosse, konstatierte einer schleret.blogspot.de. Von der Bevölkerung ist nur ein Fünftel dafür, wie Russia Today meldete, also sind 80% dagegen. Der Vorsitzende der Antiglobalist-Vereinigung Andris Orols sagte, die Letten sind gezwungen worden, den Euro zu akzeptieren. Ihnen wurde nicht erlaubt, ihre Meinung dazu zu sagen. Wir wurden auch, glaube ich, nicht gefragt. Die Mehrheit der Bevölkerung ist deswegen dagegen gewesen. Außerdem meinte er, dass Euroland nun die eigenen Produkte mit ihren Billigpreisen dumpen und die lettische Wirtschaft völlig ruinieren werden. Sie hätten es eigentlich von all den anderen Ländern schon lernen müssen. Die ist in den vergangenen 2 Jahren der Krise ohnehin schon um 25%, die Löhne um ein Drittel gesunken. Es ist dasjenige Land, das die allerbrutalsten Sparmaßnahmen durchgezogen hat, wofür es vom Westen in den höchsten Tönen gelobt wurde. Prost Mahlzeit.
EU. In aller Stille und Heimlichkeit wurde soeben in Westafrika ein zweites Anwerbezentrum für afrikanische Arbeiter eröffnet, das auch aus deutschen Steuertöpfen finanziert wird. Es ist Bestandteil eines Programms, Millionen arbeitslose Neger für den Arbeitsmarkt nach Europa zu bringen. Massenimport ungebildeter Unterschichten aus Afrika, ungebremste Zuwanderung von Bildungsfernen aus muslimischen Ländern bedeutet Einwanderung in die Sozialsysteme. Die Sozialsysteme werden mit Sicherheit zusammenbrechen. Das kann nur in einem Bürgerkrieg enden, meinte absolut richtig deutschelobby.com. Nochmal EU. Den rumänischen und bulgarischen Bürgern ist das Recht erteilt worden, ohne Einschränkungen in allen EU-Ländern zu arbeiten, war auch German.EUVR.RU aufgefallen. Einige EU-Länder, darunter auch Großbritannien, befürchten nach wie vor eine heftige Zuwanderung aus diesen Ländern. Aber keine massenhafte Migration aus Bulgarien und Rumänien ist in Sicht, teilte die offizielle Vertreterin des rumänischen Außenministeriums Brandusa Predescu mit. Niederlande. In den Niederlanden empören sich nun sogar die Linken über den massiven Missbrauch der Sozialleistungen durch ausländische Banden. Vor allem ein bulgarischer Ring hat die Abzocke professionell organisiert. Er hatte eine attraktive Lücke im Sozialsystem der Niederlande entdeckt, das Land um knapp 100 Millionen Euro erleichtert. Das Geld kommt vom niederländischen Steuerzahler, kreidete zoelibaat.blogspot.de an. Europa. Das Jahr 2014 könnte für einige europäische Staaten wie Portugal, Spanien oder Griechenland turbulent werden. Die Türkei gehört immer noch nicht zu Europa, liebe deutschewirtschaftsnachrichten.de. Diese Länder wurden nun als Hochrisikostaat bzw. Höchstrisikostaat für soziale Unruhen eingestuft. Die Europäer finden sich jetzt neben Staaten wie Marokko, der Ukraine, Bulgarien, Brasilien, Argentinien, Mexiko, Ägypten wieder. Deutschland. Zur Erinnerung, die 21 Punkte, was Sie über die BRD wissen sollten. Wir reißen nur 4 kurz an. Bitte selber vertiefen auf next-xus.blogspot.de. Deutschland ist seit Ende des Zweiten Weltkriegs kein souveräner Staat, sondern militärisch besetztes Gebiet der alliierten Streitkräfte. 5. Kolonie. Deutschland hat bis heute keinen rechtsgültigen Friedensvertrag mit den Gegnern des Zweiten Weltkrieges geschlossen, weder mit den 4 alliierten Besatzungsmächten noch mit irgendeinem anderen Staat. Die BRD war zu keinem Zeitpunkt Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches, sondern nur ein besatzungsrechtliches Mittel zur Selbstverwaltung eines Teiles von Deutschland für eine bestimmte Zeit. Berlin hat seit Ende des Krieges einen besatzungs- und verfassungsrechtlich besonderen Status, war nie Teil der BRID. Für einige, die es immer noch nicht begreifen wollen. BRID. Seit Monaten hält uns die NSA-Affäre in Atem. Immer neue Abhörmaßnahmen und geheimdienstliche Praktiken werden enthüllt. Ein gigantisches Ausmaß an Überwachung durch die VSA tut sich auf, weltweit. In Europa ist die BRID das am meisten überwachte Land. Ein Blick in die Geschichte zeigt, die Affäre ist keineswegs ein singuläres Ereignis. Sie ist vielmehr der bisherige Höhepunkt in einer über 60-jährigen Geschichte der Überwachung Deutschlands. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird dieses Land systematisch überwacht. Die Bundesrepublik ist wichtigstes Angriffsziel, aber auch wichtiger Partner der amerikanischen Geheimdienste. Grundgesetzschutz, genannt Verfassungsschutz, und Bundesnachrichtendienst sind Ziehkinder der amerikanischen und britischen Besatzungsmächte zu engster Zusammenarbeit und zum Austausch aller Nachrichten, einschließlich personenbezogener Daten, bis heute verpflichtet, wusste terahertz.at. Nochmal Deutschland. Schon der Titel provoziert. Performer, Styler, Egoisten. Über eine Jugend, der die Alten die Ideale abgewöhnt haben, heißt das Buch von Bernhard Heinzelmeier.
Darin kritisiert er eine systematische Verdummung der Jungen, die mit begrenztem Horizont und engem Herz in eine unmenschliche Leistungsgesellschaft gedrängt werden müssen, stand bei Welt.de. Berlin. Nochmal deutschewirtschaftsnachrichten.de. Kaum im Amt scheint sich die Große Koalition auf die ersten Innovationen zuzubewegen. Die Parteien wollen die Legislaturperiode um ein Jahr verlängern. Mit der Zweidrittelmehrheit können Union und SPD das Grundgesetz ändern und damit ihre Jobs auf ein weiteres Jahr sichern, ohne den Wähler um seine Meinung fragen zu müssen. Das tun sie, glaube ich, ohnehin. Sie fragen uns überhaupt nach nichts. Sie tun einfach und das immer weiter. Frecherweise. Großbritannien. In Israel und Großbritannien spricht man in den Medien ausgiebig über ein neues, in England erschienenes Buch, während die amerikanischen und deutschen Zeitungen die außergewöhnlichen Enthüllungen des Buches totschweigen. Es handelt sich um das Buch des renommierten englischen Marinehistorikers Peter Petfield, der darin belegt, dass Adolf Hitler alles unternahm, 1941 mit Großbritannien Frieden zu schließen. Petfield konstatiert, dass Hitlers Friedensangebot vom Premierminister Winston Churchill hintertrieben wurde, teilte brd-schwindel.org mit. Zitat aus fiket.de: Adolf Hitler war für den Friedensnobelpreis 1939 vorgeschlagen. Als Begründung steht dort in der Nominierungsdatenbank lediglich, dass Hitler der Führer der nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei war. Nochmal Berlin. Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Königshaus, hat sich für die Anschaffung von Kampfdrohnen ausgesprochen. Er sagte der deutschen Presseagentur, die unbemannten Flugkörper böten deutschen Soldaten und Verbündeten in Auslandseinsätzen einen besseren Schutz. Allerdings dürften ethische Fragen bei diesem Thema nicht zu kurz kommen. Der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes Wüstner meinte, man müsse den Soldaten das Optimum an Ausrüstung zur Verfügung stellen. Union und SPD hatten eine Beschaffung von Kampfdrohnen in ihrem Koalitionsvertrag nicht ausgeschlossen. Die gute Nachricht von tor-zur-freiheit.geratop.de. Es sollte jedem Einzelnen bewusst sein, egal was auch immer im gesamten Universum geschieht, egal ob hier auf unserer Erde oder auf irgendeinem uns unbekannten Planeten mit Lebensformen jeglicher Art, alles ein und der gleichen Gesetzmäßigkeit unterliegt, die niemals geändert werden kann oder in irgendeiner Form verändert werden könnte. Darum ist ein menschliches Rechtssystem, Politik, völliger Unfug und reines Machtgehabe, was nur Angst auslösen soll, genau. Die Pharisäer und andere sind hier Meister in der Verunsicherung. Selbst das Böse, ob Illuminaten, Reptiloiden oder das Plutonium, unterliegt dieser Gesetzmäßigkeit. Das ist dort bekannt. Auch die können nicht dagegen verstoßen, ohne sich damit zu schaden oder sich selbst zu vernichten. So, das war's mal wieder für heute. Ich wünsche allen ein wunderschönes Wochenende. Bedanke mich sehr fürs Zusehen und fürs Zuhören. Es verbleibt wie immer eure Biene vom Honigmann. Viele Grüße und Tschüss.